Hallo Burkhalde, hallo Welt, da sind wir wieder der... Krach hier! Sag mal, hallo. Du mir das Telefonat rein. Wir sind in der Sendung. Raus. Nein, wir sind jetzt nicht... Ja, Volker, also der Nutzer... Sendung, wir sehen uns. Ja. Der Matze ist... kannst du mal auflegen? Tschüss. Ja, du guckst die Sendung. Ciao. Ja, ich kann doch hier ein bisschen... Mitten in der Sendung labert der mit fremden Weibern. Ich bin nicht vorbereitet. Ich muss hier Dienstkleidung so... Ja. Nein, das ist jetzt alles aus. So. Boah, sonst ist das hier so warm. Ja, also doch, Matze, mach doch noch mit, hat er gesagt. Ich weiß, warte mal, ich gucke jetzt mal ein bisschen tiefer, Matze. Ach, kannst du es mal gerade stellen? Ach Gott, ist das auch noch schief. Ja, ein bisschen stressig heutzutage. Da draußen ist Weltuntergang. Vorbei, ist gerade vorbei. Da ist gerade hier der große Schiff vorbei mit den Tieren hier. Wie heißt das hier? Arche Noah. Arche Noah. Ich habe es gerade wieder zugedreht, das Wasser. Wir kommen nicht mehr mit. Wir bleiben hier. Wir haben nicht viel zu erzählen oder wieder doch. Wir danken für die Unterstützung. Lutze hat eine neue Geschäftsidee gehabt. Das heißt LLV, Lutzes Leiterverleih. Genau. Und in diesem Zusammenhang gab es auch einen kleinen Obolus für die Leiter, die er ausgeliehen hat an meinen Nachbarn Silvio. Silvio, danke für die Unterstützung. Hast du schon neue Anfragen zum... Nee, wir müssen noch eine Website basteln, die habe ich noch nicht. Hm. Aber wer das wissen will, also 9 Meter Leiter steht zur Verfügung. Kostet pro Sprosse, glaube ich, 10 Euro. Ja. Stunde ja. Oder für einen halben Tag? Wie viele Sprossen hat ein Ding? Weiß ich gar nicht, ganze Menge. Hm. Da kannst du ewig laufen, bis du oben bist. 9 Meter Leiter. Ja, wenn du also den Hahn oben vom Dach holen willst, den roten. Kommst du hin. Also, man könnte jetzt auch an der Feuerwehr anrufen und fragen, ob die hier in so einen Hubwagen bringen. Aber. Oder auch mal bei Marcel vielleicht nachfragen, da kriegst du auch so. Die sind viel zu teuer und die Dinger taugen nichts und man kriegt immer Höhenangst. Achso. Wir wollen doch die Leiter vermieten. Ja, stimmt ja. Was bringt denn das für ein Geschäft, wenn wir andere verstreichen? Lutzes Leiterverleih. Ja, Lutzes Leiterverleih. LLV. LLV. Gut, weiter geht's. Lukratives Video machen? Was ist das denn jetzt wieder? Was hast du denn da hingeschrieben? Leiterverleih ist lukrativer als Videomacher. Ach so, Mensch, siehst du, man kann gar nicht lesen. Ja. Veranstaltungen, das Wochenende wird es bringen. Es regnet noch, aber es soll schöner werden, habe ich gehört. Aber zum Wetter kommen wir dann später. Das Wochenende wird uns extremst fordern, haben wir gerade festgestellt. Weißt du, wofür man das hier braucht? Beton mischen. Es geht los am Samstag. Matze? Da steht gar nichts. Verstehst du nicht? Da steht gar nichts. Warum steht da nichts? Am Samstag geht das los mit der Schulsportplatz-Einweihung. Genau, und zwar ab 10 Uhr auf dem Sportplatz. Da wird erstmal gerannt ordentlich, Spendenlauf. Genau. Dann um 10.45 Uhr ist die Einweihung des Schulsportplatzes. Da gibt es die großen Worte. Da kommen die Honorationen. Honorarkräfte und reden. Honoration. Um 11 Uhr, also eine Viertelstunde reden die nur. Sportfestabzeichen, Fußballabzeichen, BSV 90. Hast du denn endlich rausgekriegt, was Fußballabzeichen ist? 11 bis 13 Uhr, das gucke ich mir an. Ja, Sportfest. Ab 13 Uhr Talentefest Schule, da brauchen wir beide gar nicht hingehen. Nee. Schon durchgefallen. 15 Uhr Drachenfest auf dem Sportplatz, das Familien... Zentrum und mobile Jugendarbeit. Um 15 Uhr startet allerdings auch die Feuerwehr mit ihrer Feier. Ab 18 Uhr der besondere Abend. Lulu Reinhardt und Julia Lyonskaya auf dem Schulhof. Also das ist eine Außenfeier. Ende circa 20 Uhr und da geht es dann gleich weiter. Das heißt, eigentlich fängt es um 15 Uhr an schon bei der Freiwilligen Feuerwehr. 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Burkhalde, seit 1930 für sie im Einsatz. Das war allerdings schon letztes Jahr und wurde verschoben. Da steht Feuerwehr zum Anfassen. Ja, wir dürfen die alle anfassen. Also wir schon. Ob die das wollen? Ja, wir gucken mal. Ab 4.9. 15 bis 0 Uhr vorerst. Feuerwehr zum Anfassen ab 20 Uhr, Live-Musik, Joins Us Ulrike. Was heißt das überhaupt? Join Us Ulrike. Für seid, das leibliche seid, Wohl ist seid gesorgt. Mit uns. Seid mit seid uns. Bei uns. Seid bei uns.
teilnehmen. Nee, teilnehmen, ja, wollte ich doch sagen, oder? Naja, man kann es frei übersetzen. Vielleicht so. Heißt es auch schön, dass ihr da seid. Und nicht, dass ihr denkt, das war alles, könnt ihr vergessen, geht gleich weiter am nächsten Tag und zwar morgens um 9.30 Uhr am Netzener See. Ja, das ist nicht in Borkheide. Nach diesem Feuerwehrfest. Nach diesem Feuerwehrfest. Bei dem wir auch um 0.01 Uhr das Licht ausmachen werden. Nachdem uns 0.01 Uhr das Licht ausgemacht wurde. Ausgeblasen wurde, müssen wir um 9.30 Uhr am Netzener See sein. Um 9 Uhr. 9 Uhr. Danke Ines, dass du uns fährst. Genau, am Netzener See sein, weil da geht's los. Volkers Triathlon. Volkers Triathlon. Ist kein Volkstriathlon, ist Volkers Triathlon. 10 harte Kerlinnen. Und sind da Frauen auch bei eigentlich? Ja. Ja, also Menschen, ja genau, Frauen und Männer, Männer und Frauen, wie ihr es gerne haben wollt. Am Netzener See geht los mit um die Wette schwimmen. Genau, 9.30 Uhr Startschuss am See. Wir dürfen im Boot nebenher paddeln. Genau, dann kommt die große Radfahrerei. Und zwar wollen die circa 10.30 Uhr hier hinten im Sonnenwinkel landen. Die ersten Radfahrer. Und dann geht es nochmal um 5 Kilometer wegrennen. Zwei Runden durch den Wald? Zwei Runden durch den Wald. Und wenn das zu Ende ist, geht es weiter in Borkheide. Also wer da will, muss unbedingt da mal hinkommen. Wir haben uns das ja vor 2 Jahren schon mal angeguckt. Gab es ein cooles Video. Und dann können am Straßenrand auch die Fans und die Finnen stehen wieder. Die Fans und Finnen. Finnen. Ja. Faninnen. Nein. Außen. Innen. Gut. Oder auch nicht. Ja, also könnt ihr die anfeuern kommen, da geht's richtig los. War cool gewesen, wir waren ja schon mal dabei und es gibt ein cooles Video bei uns auf Borkheide News TV. Mal gucken, ob wir das finden. Ich sag's mal kurz mit Dieter Hallervorden, das fällt mir gerade ein. Gendern macht die Sprache kaputt. Ja, habe ich doch gesagt, schon immer. Dann geht's, wie gesagt, weiter. Nee, das geht schon vorher los. Waldbad Beach Volleyball. Matze, wann fängt das an? Sonntag. Ja, Sonntag. Super. ich glaube um 10. Also um 10 geht's richtig los und natürlich. Nicht natürlich. Und der 5.9. ist auch Tag der offenen Tür. Wollte ich gerade sagen, das braucht ihr nicht bezahlen, damit wenn ihr ins Waldbad wollt, könnt ihr mal so rein, genau. Packt die Badehose damit ein. Damit auch Fans und Finden mit baden gehen können. Volleyball, beim Beachvolleyball ordentlich mitfeiern können. Genau. So, und weil das immer noch nicht genug war, geht es dann noch weiter auf den Sportplatz. Und da spielt am Vormittag um 11 Uhr die Kiddies gegen Belzig. Jetzt freust du mich wieder. Ab 15 Uhr der SV, die Männermannschaft, erste Kreisklasse gegen SV Empor Brandenburg. Und wenn dann Schluss ist, dann ist das Wochenende dann zu Ende. Brauchen wir ein zweites Wochenende. Dann brauchen wir, ja, also es ist ganz viel los. Also es ist ja noch nicht alles. In Schlarlach ist ja auch noch was los, aber das klemmen wir uns heute. In Kamera ist auch noch was los. In Kamera ist auch noch was los. Also eigentlich ist irgendwie alles auf den 4., 5., 4. hauptsächlich auf den 4. September geschoben. Keine Ahnung, was das war, wieso alles auf einen Tag fällt, damit man auch nur überall dabei sein muss. Schaffst du gar nicht. Jo, wir gucken mal, wie wir das schaffen. Wir sind auf jeden Fall beim Feuerwehrfest zu sehen. Wir sind natürlich auf dem Sportplatz zu finden. Fotos vom besonderen Abend kriegen. Wir müssen gucken, wo wir überall. Das kann man gar nicht sagen. Wir müssen mal schauen. Ich glaube, wenn wir bei der Feuerwehr sind, werden die uns assimilieren und gar nicht mehr weglassen. Wir schauen mal. Also jetzt, wenn die mich nachher in der Trage nach Hause schaffen. Auf der Trage. Auf der Trage. Auf der Trage. Solange du nicht auf der Bahre liegst, ist alles gut. Ja. So, jetzt fehlt nur noch eins. Das Wetter soll beschissen werden, habe ich gehört, lieber Matze. Guck mal, du kannst deine Fingernägel jetzt ja mal sauber machen können, wenn du die schon in die Kamera hältst. Da hat mich hier was verletzt, der Seifenspender am Waldbad. Also weißt du so, ja, also echt mal jetzt, mal gucken, ob, ob meine Fingernägel sauber sind. Der Rest ist alles Fliesenlegerfinger. Ja, gut, ja. Jetzt geht's weiter. Was wird das Wetter uns bringen für dieses Wochenende? Schönes Wetter, 20 Grad. Sonnenschein. Du verklappst uns doch. Komm. Nachts 15 Grad. Warte mal, ich muss mal gucken. Wo ist denn der Wetter hier? Bin da. Warte mal groß. Ich sehe doch gar nichts. Matze denkt, das Größer. Wetter wird schön. Na, ist doch cool. Na gut. Ja, guck mal, Regen am Montag. Ja, Montag. Ach, das Regen. Ist ja heute. Das ist ja durch. Gleich. Ja, dann Dienstag. Viele Wolken noch, wenig Sonne. Und die Sonnenscheindauer erhöht sich in der Woche so wieder auf ein paar Stunden mehr.
Und die Temperaturen so ab dem Mittwoch, Donnerstag wieder über, knapp über 20 Grad, knapp drunter, je nachdem. Und am Wochenende vielleicht sogar mal 23 Grad. Aber nach dem dritten Tag wissen wir eh nicht, wie es aussieht. Das wissen wir erst am Donnerstag, so genau, wie es Wochenendwetter wird. Da gibt es ja einen Sonnenbrand, Mensch, bei so einem Wetter. Ich habe gerade mal nachgeguckt, die Woche, entweder war es 2016 oder 2017, da hatten wir um den 12. September 29 Grad. Ja, jetzt schlägt ja die Erderwärmung zu. Ja, ist auch weil der Golfstrom ist hier über uns, das merkt man ja, sonst wäre es ja nicht so nass gewesen. Der Golfstrom? Ja, ja. Der kommt, der ist, man denkt, wo die Nässe herkommt. Meine, die kommt ja jetzt nicht vom unterirdischen Golfstrom. Der hat sich jetzt verzweigt und kommt jetzt hier lang. Wir müssen diese Theorie mal genau ausarbeiten. Und das bringen wir dann nächste Woche hier. Der Golfstrom und die Veränderung des Klimas in Europa. Da können wir mal eine Sendung drüber machen. Und dann haben wir hunderttausende Hassmeldungen drunter, weiß ich jetzt schon. Ja, gut, aber sagen wir mal so, das ist jetzt nicht so schlimm, weil das ist ja normal geworden. Hass und Hetze ist normal geworden. Machen wir dann auch mal ein bisschen mit, das ist okay. Passt schon. Ja, wir haben echt eine blöde Sendung heute gemacht. Aber ich hoffe, ihr konntet doch noch die Information rausnehmen, die wir euch gebracht haben. Denkt dran, nächstes Wochenende nichts vornehmen. Das ganze Wochenende ist voll mit irgendwelchen Veranstaltungen. Oder aber ihr macht euch so eine Ohrenstöpsel rein, legt euch in die Sonne draußen im Garten. So, das werde ich machen. Und verschlafen. Weißt du eigentlich, wie schlecht so ein da wieder rauskommt? Siehst du, da haben wir das. Bedroht werde ich hier von meinem eigenen Mitkollegen hier, ja? Nicht eigen, das ist nicht eigen, nicht dein eigen. Nee, doch, ist er, hat er auf Brennen. Das war's für heute. Wir wünschen euch eine trockene Woche. Wie immer hier vor der Kamera. Der Matze und natürlich der Lutze. Und wir haben nächsten Montag ganz viel zu berichten und können uns vielleicht ein bisschen konzentrierter auf die Themen einlassen. Die Gedanken wieder amok laufen, aber das Gedanken sind frei. Bringe ich jetzt nicht. Nee, die Gedanken sind frei. Tschüss, macht's gut. Tschüss.